Nein, ich brauche das Feuer. Ich brauche dieses Feuer wieder, bitte. Ich brauche bitte das Feuer, jawohl. Das ist sehr stark. Jo Leute, was geht und eine ganz herzliches Willkommen zu einem neuen bzw. alten Format heute. Und zwar ist das der Spieletest. Für die Leute, die es nicht wissen, den Spieletest hatte ich vor circa, ich glaube, einem Jahr oder so von meinem Kanal abgesetzt, weil ich da nicht mehr so Lust drauf hatte. Aber jetzt auf jeden Fall, Leute, ist ab heute der Spieletest wieder zurück auf meinem Kanal. Alle Leute, die das feiern, können ja einfach schon mal einen Daumen nach oben geben, Leute. Ja, auf jeden Fall erstmal zur Erklärung: Der Spieltest funktioniert so. Ich werde mir mal ein Spiel raussuchen, was ich 3 Wochen spiele. Heute wird es Castle Crush sein. Das werde ich dann heute halt let's playen. Nächste Woche Mittwoch und übernächsten Mittwoch. Und nach diesen 3 Wochen werde ich mir ein neues Spiel raussuchen, weil ich dann wieder 3 Wochen spiele. Sagt ja eigentlich auch der Name schon: Spieletest. Wir testen das Spiel mal kurz, danach ein neues Spiel. Mit einfach wieder ein bisschen mehr Abwechslung auf meinem Kanal kommen von verschiedenen Spielen. Und deswegen habe ich das auf jeden Fall wieder eingeführt, Leute. Damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, wir starten heute, wie gesagt, mit dem Spiel Castle Crush, was ich mir rausgesucht habe, weil das vor kurzem erst für Android erschienen ist. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen länger bei iOS draußen, aber vor kurzem erst bei Android. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall Spieltest machen und außerdem habe ich das bei Danny Online gesehen. Grüße auf jeden Fall an ihn. Wenn ihr das Video schaut, ihr könnt übrigens auch gerne mal bei ihm vorbeischauen. Er bringt ziemlich viel Castle Crush, ziemlich viel von diesem Spiel hier. Was ich sehr nice finde, daher habe ich auch ein bisschen Ahnung von dem Spiel, deswegen weiß ich auch schon, wie das funktioniert so, weil ich mir da hin und wieder seine Videos so angeschaut habe. Wie gesagt, könnt ihr gerne vorbeischauen, verlinke ich einfach mal jetzt oben bei dem i. Sein Kanal, der hat circa 11.000 Abonnenten. Sorry, Danny Online, ich weiß seine Abonnenten gar nicht genau, aber ihr könnt auf jeden Fall gerne mal dem vorbeischauen. Der macht das Spiel relativ viel und so. Also wenn euch das extrem gut gefällt, weil nach 3 Wochen werde ich das halt nicht mehr weitermachen. Wenn ihr es immer noch sehen wollt, könnt ihr einfach bei ihm gucken. So, wisst ihr Bescheid, Leute? Wir öffnen jetzt erstmal die ganzen Holztruhen, die wir noch haben hier aus dem Tutorial, Leute. Das Tutorial habe ich natürlich schon durchgespielt. Ich wollte es jetzt nicht bieten, weil das ist halt nicht so interessant. Okay, wir haben erstmal eine neue Karte freigeschaltet. Inferno. Okay, nice, Leute. Nächste Karte hier. Neue gewöhnliche, die Skelette. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Karte gut, welche Karte schlecht ist. Man kann sich ein paar Karten so ein bisschen von Clash Royale ableiten. Ach so, noch was habe ich vergessen. Ein paar Leute von euch wissen ja vielleicht gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Deswegen soll ich das euch mal so ein bisschen erklären. Ja, und zwar ist das Ganze so, Leute. Es läuft, wie ich gerade schon gesagt hatte, so ein bisschen so wie Clash Royale. Man hat Juwelen, man hat Gold. Es gibt hier auch einen Shop, wo man sich halt Sonderangebote, Truhen und Karten kaufen kann. Alles mögliche. Einfach genau eigentlich so wie Clash Royale. Man kann halt Online-Angriffe machen, Arenen aufsteigen oder Burgen aufsteigen, sorry, und halt auch Kisten bekommen, wo dann wieder neue Karten drin sind. Also wirklich, ja, eigentlich ziemlich so wie Clash Royale, ist jetzt nicht nachgemacht, weil beim Angreifen ist auf jeden Fall schon deutlich, das Angreifen ist deutlich anders gestaltet und die Karten sind auch komplett anders und so. Will ich auf keinen Fall jetzt als nachgemacht hier darstellen oder so. So, den Nah haben wir noch freigeschaltet, meine erste epische Karte, glaube ich, und die letzte kleine Holzkiste hier noch. So, Krieger, okay, das sind so die Barbaren im Vergleich zu Clash Royale. Und eine neue, so seltene Karte, den Ohrkrieger. Okay, Leute. Ihr könnt übrigens, Leute, falls ihr noch nicht gesehen habt, gestern Abend kam eine Folge Pixstern bei mir online. Die kam ziemlich spät abends online. 23:30 oder so kam die jetzt online. Ziemlich, ziemlich spät. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch jetzt oben bei dem Video. Schaut doch mal vorbei. Irgendwie ist es auf jeden Fall ganz interessant geworden. Da habe ich die letzten beiden Pixstern-Updates mal vorgestellt, die in der Zeit gekommen sind, wo ich keine Videos gemacht habe. Die habe ich euch da einfach mal gezeigt, Leute. Für die, die es halt interessiert, hier noch schnell die Truhen alle aufmachen. Ich mache es ein bisschen schneller, das dauert sonst alles viel zu lange. So, ein paar Karten können wir noch upgraden, wieder ein bisschen Gold dazu. Und das war es jetzt auch soweit. Hier ist übrigens auch mein Deck, Leute, was ich jetzt hier auch natürlich gestalten kann. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal, ich habe ja keine Ahnung. Ich würde sagen, wir tun auf jeden Fall mal hier den Nah rein. Der Nah sollte schon ganz stark sein. Dieses Feuer ist, glaube ich, ganz stark. Das habe ich bei Danny Online gesehen. Das ist, glaube ich, echt ganz stark. Ja, ansonsten muss ich gucken, was raus kann. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon im hier gerade, genau, ich habe ja gerade schon im Tutorial ein bisschen gespielt, deswegen weiß ich ein paar Karten schon ein bisschen Bescheid. Ah, die Bogenschütze, ich glaube, der war auch nicht so stark. Ich tausche jetzt mal so aus. Ich glaube, das Deck ist nicht besonders. Die Castle Crush Profis von euch meine ich, sorry. Die denken ich auch gerade schon, was macht ihr für ein Deck? Ich weiß es nicht, Leute. Wir greifen jetzt mal an und jetzt seht ihr auch gleich mal den Unterschied hier. Der hier im Kampf ist. Und zwar hat jetzt hier jeder seine Burg. Der Gegner hat seine Burg. Ich habe hier meine Burg. Jeder hat 3600 Leben hier erstmal mit Level 1. Die steigen auch einfach an, dann die Leben. Und dann kann man ja einfach Karten setzen. Die Burg hat halt keine Verteidigungstürme oder so wie bei Clash Royale, sondern
Man muss einfach nur mit den Karten verteidigen und angreifen. Weil die, also man kann einfach zum Beispiel ein Sled setzen. Es gibt jetzt hier nicht ein einziges Sled, aber man könnte das zum Beispiel ein Sled setzen. Das wird dann auf den Tower gehen und keiner wird es verteidigen. Außer wenn ich eine Truppe setze, weil der Tower da auf jeden Fall nicht mitschießt, Leute. Was ich eigentlich ganz lustig und interessant finde, muss ich wirklich sagen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ihr seht schon, er kommt hier auf drei Seiten und ich bin auch schon ziemlich langsam. Jetzt macht er auch hier sein Barbar ein bisschen Schaden. Da haben wir jetzt eine Bombe für gehabt. Okay, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, ob das Feuer das, die Karten hier tötet. Ja, okay, das hat gereicht. Ich wusste nicht, ob das Feuer da genug Schaden macht. Die Bombe sollte hier auch reichen, oder? Nee, reicht nicht. Ja, jetzt hat er noch ganz wenig Leben. Muss ich trotzdem noch was setzen? Das ist so ein bisschen mies, Leute. So. Ich muss jetzt ein bisschen einfinden. Ich hoffe, ich spiele gleich noch ein bisschen besser, wenn es geht. So. Ich musste am Anfang erstmal erklären, da hat er mich direkt schon ein bisschen weggepusht, aber jetzt sieht es noch ganz gut aus, Leute. Jetzt kann ich mich, glaube ich, noch ganz gut hier halbwegs erstmal retten. Bis jetzt zumindest. So, setzen wir nochmal hier den Nah, Leute. Ich hoffe, ich spiele euch nicht viel zu schlecht. Ansonsten tut es mir leid. So, hier sollten wir verbrennen können, vielleicht. Ah, ich hatte auch schon gerade. Er hat auch diesen Inferno heißt er, glaube ich, gesetzt. So, hier nochmal den Kobold oder was auch immer hin, Leute. Ich habe die Namen leider nicht im Kopf, das tut mir leid. So, der Nah ist jetzt auch, nee, der Nah ist nicht am Tower, sondern die Musketierin oder wie auch immer sie heißt. Piratin, glaube ich. So, hier nochmal Kanone. Also wenn ich wirklich manchmal einfach die falschen Namen sage, von Clash Royale zum Beispiel, so, dann tut es mir wirklich leid. So, zwei weitere Karten bekommen wir gleich. Achso, die Karten bekommt man übrigens jetzt nicht unbegrenzt. Man bekommt hin und wieder einfach zwei Karten und hat dann nicht unbegrenzt die ganze Zeit Karten zur Verfügung. Man kann auch hier dann für 5 Energiekarten ziehen, wenn man möchte. Das habe ich jetzt gerade einfach mal testweise angeklickt. Ja. So sieht das Ganze aus. Dann ist es jetzt mal erklärt. Wenn wir jetzt den ersten Angriff verlieren, zack, Karten ziehen. Wenn wir jetzt den ersten Angriff verlieren, ist jetzt auch egal. Dann wisst ihr jetzt wenigstens, wie das Spiel funktioniert. Für die Leute, die es halt noch nicht wussten. Vielleicht hätte ich das auch früher oder später halt im Angriff selber erklärt. Aber ich wollte es jetzt einfach mal erklärt haben. Ich weiß nicht, ob es daran jetzt lag, dass ich verloren habe. Aber egal, Leute. Ist jetzt nicht schlimm. Erster Angriff, das passt auf jeden Fall. Wir sind eh bei 0 Trophäen gewesen, das heißt, wir haben nichts verloren. Nichts gewonnen, das geht auch klar. So, nächster Angriff. Let's go. Ich muss auf jeden Fall mal schauen, Leute, wie ich das mit meinem Mikrofon mache. Denn ich denke mal, dass die Mikrofonqualität immer noch ein bisschen am Leiden ist. Weil ich vor allen Dingen, wenn ich mich die ganze Zeit so runterbeuge, dann wird die Qualität, glaube ich, ein bisschen schlechter. Was natürlich nicht so cool ist. Oh Gott, ich muss da mal schauen, Leute. Wenn jemand von euch Ahnung mit Mikrofons, beziehungsweise genau gesagt Ahnung mit Mischpulten hat, wie man Mischpulte perfekt einstellt. Ja, wie man halt einen Mischpult perfekt einstellt, das meine ich. Dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Weil da kann ich ein bisschen Hilfe auf dem Teams, also könnt ihr mit mir auf dem Teams kommen, da könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Oh Gott, die scheint echt stark zu sein, die eine Karte, die er gesetzt hat. Oh ja. Und ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, was diese Karte macht. Die heilt sich, glaube ich, so wie ich das sehe. Oh Gott, da hat dieser komische starke Magier. Oh Gott, oh Gott. Müssen wir aufpassen, hier das Feuer hin. Ich glaube, man muss bei dem Spiel nicht so viel auf die, ich nenne es mal Elixierkosten. Das ist kein Elixier, ganz klar nicht. Aber ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich glaube, man muss bei dem Spiel nicht so ganz auf die Elixierkosten halt achten. Weil man hier, glaube ich, ein bisschen, ja, eher ein Problem hat, dass die Karten nicht schnell genug nachkommen. So, das war stark. Das muss ich mich selber loben. Das war stark. Oh Gott, der setzt aber hier eine gute Offensive jetzt hier hinter, hier die Piratin. Und die macht dann aber, ja, da tankt dieser Harlekin ganz gut. So, ich denke, das wird noch schon der letzte Angriff für das Video heute sein, oder? Nee, das kann nicht sein. Nee, ich habe irgendwas. Moment mal, bei mir steht 10 Minuten, aber ich glaube, ich steige noch ein bisschen was raus und so. Muss mal gucken. Je nachdem, wie lange der Angriff hier läuft, Leute. Wenn jetzt gleich hier Ende ist, dann wäre auch mies. Nein, ich brauche das Feuer. Ich brauche dieses Feuer wieder, bitte. Ich brauche bitte das Feuer, jawohl. Das ist sehr stark. Reicht trotzdem nicht. Ja, der pusht mich komplett weg. Die sind doch auch nur Level 1. Bin ich wirklich so schlecht? Anscheinend schon, oder? Bin ich wirklich so kacke? Die sind doch auch nur Level 1, die haben noch gerade angefangen. Ich habe sogar ein bisschen Erfahrung durch Clash Royale. Kann man jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber ein bisschen ja schon. Das kann doch gar nicht sein. Oh Mann. Jetzt haben wir jetzt hier den Deutschen hier. Man kann natürlich auch Smileys hier schreiben und so. Viel Erfolg. So, starte ich mal die Offensive und konzentriere mich jetzt mal richtig. Der letzte Angriff fürs Video wird das jetzt diesmal hier sein. Einen mussten wir jetzt mal machen. Ich wollte jetzt hier nicht mit zwei Niederlagen rausgehen. Einen Sieg holen wir noch, ansonsten beende ich das Video. So, okay, da kommt der kleine Ritter, da kann man nichts dann davor setzen, okay. Mit dem Setzen habe ich eh noch nicht so ganz verstanden. Man kann, glaube ich, wenn die Gegnerkarten zu nah sind, kann man nur direkt vor seinen Tower was setzen. So habe ich aber nicht so ganz kapiert, das wollte ich sagen. Aber muss ich mal schauen. Werde ich schon noch verstehen, Tipps zu dem Spiel könnt ihr mir auch übrigens gerne in die Kommentare schreiben. Oh nein, der holt mich, glaube ich, schon wieder hier. Hier setze ich einfach mal genau die gleiche Truppe.
Ah, beide Level 1, dann sollten beide sterben. Ne, eigentlich nicht. Das wäre ein bisschen komisch. So, okay. Mein, oh Gott, das wird richtig knapp, Leute. Aber wir haben auf jeden Fall bis jetzt ganz gut verteilt. Jetzt ist noch alles, sage ich mal, im grünen Bereich. Jetzt ist der blöde Magier oder was auch immer, das ist noch da. Hier, da drüben ist meine Karte verbrannt. Jetzt verbrenne ich einfach mal hier. Genau, den Inferno ist das, glaube ich, heißt der Inferno. Oh Gott, Leute. Sieht aber trotzdem alles noch ganz okay aus. Kann er bitte da hier noch in der Mitte was setzen? Dann kann ich da nämlich noch... Na gut, ich weiß es gerade nicht, wie ich vorgehen soll. Reichen da die kleinen Städte? Ja. Hier nochmal ein Feuer hin. Aber ich bin echt hinter, also so hinterher. Die Gegner sind echt immer so die, die den, den Start geben. So, und ich bin immer der, der so die... zur Verteidigung die Truppen halt setzt. Und bin nicht so der Typ, der halt in die Offensive geht gerade. So war es ja in den letzten Angriffen leider. Ich kann uns aber, wenn ihr Lust habt, vielleicht einen kleinen Community-Clan erstellen hier. Klar, ich werde davon jetzt nicht mehr viele Videos machen von dem Spiel. Aber vielleicht trotzdem. Hier gibt es auch übrigens ein Overtime und so natürlich. Weil irgendwann muss das Spiel ja vorbei sein. Aber wir wollen vielleicht vorher gewinnen. Das wäre ganz nett. Ich glaube, es ist dumm, so ein aller... Ihr müsst mir echt Tipps reinschreiben, Leute. Lest mir eure Kommentare wirklich, glaube ich, alle durch mal. Das wäre ganz schlau. Das wäre echt ganz schlau. Okay, er macht dasselbe. Wir haben im Feuer auch. Okay. Karten werden gezogen. Perfekt. Jetzt nochmal hier. Den Harlekin. Jetzt brauche ich eine starke Karte. Ah, Karten ziehen kommen. Hier gebe ich halt diese 5 Elixier oder was immer das ist aus. Ist mir dann auch relativ egal. Bombe. Na, das wird gar nichts mit einer Bombe. Das wird gar nichts mit einer Bombe. Was ist das denn hier? Nein. Als ob das so schwer ist, dieses Spiel. Als ob die Leute so krass sind. Als ob die Leute so heftig sind. Hä, what the fuck? Was ist das denn bitte? Habe ich so schlecht gespielt? Habe ich so schlecht gespielt, dass echt die Leute... Ey, das verstehe ich gar nicht. Aber ich habe eine kleine Begründung, woran es liegen könnte eventuell. Und zwar ist das Spiel ja, wie gesagt, schon relativ lange für iOS draußen. Die iOS-Spieler, sind alle ziemlich weit oben. Und es kann gut sein, dass die ganzen iOS-Spieler jetzt nicht halt einen Android-Account noch erstellt haben. Weiß Gott warum. Und dann haben die halt... Da jetzt sind die halt schon heftig gut oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder habe ich schlecht gespielt für meinen Level, aber für Level 1 als gerade Neuanfänger, der das erste Mal seine ersten paar Angriffe da macht, war ich doch jetzt nicht ultra scheiße, oder? Kann man natürlich schlecht beurteilen, wenn ihr das Spiel schon länger spielt. Aber als Level 1er war ich das nicht wirklich kacke, so. Ich weiß es nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare Tipps und so, Leute. Ich werde am nächsten Video echt noch ein bisschen besser spielen. Aber auf jeden Fall keine Ahnung, was heute hier los war. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe eigentlich gesagt, ich beende das Video nicht, wenn ich gewinne. Also wenn ich nicht gewinne, beende ich das Video nicht. Aber das ist jetzt egal, Leute. Wir wollen das jetzt nicht zu ernst nehmen. Das war es dann für heute hier. Lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Wenn euch hier der Spieltest gefällt, nochmal viele Grüße an Danny Online. Könnt ihr mir auch ja gerne mal eine Kommentargrüße von mir da. Das schreibt einfach mal Grüße von Heiko EP oder so, wenn ihr mal vorbeischaut, Leute. Ja, wäre auf jeden Fall ganz nett. Und das war's jetzt für heute. Hier kommt jetzt noch eine schöne Endcard. Daumen nach oben, mach's gut, Servus und ciao.